Die Produkte von Gion sind für mich die absolute Champions League, wenn es um Autopflegeprodukte geht. Umso mehr freue ich mich heute auf dieses XXL Unboxing. Viel Spaß dabei! Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es ein Mega-Unboxing voll mit Gion-Produkten. Und wer mir schon länger folgt, weiß, wie sehr ich die Marke und die Produkte von Gion liebe. Und deswegen werdet ihr da vielleicht überrascht sein. Hier sind ja nicht die kleinen oder mittelgroßen Flaschen drin, sondern hier geht es richtig zur Sache. Und wir haben gleich zwei Pakete am Start. Einmal sehr, sehr mikrofaserlastig, weil da sind so viele neue Produkte rausgekommen und ich feiere die Mikrofaserprodukte bzw. auch die ganzen Accessoires von Gion absolut. Und hier gibt es dann noch so ein paar Flüssigkeiten, die ich euch zum Teil zwar schon mal gezeigt habe, aber auch in Zukunft gerne weiter zeigen möchte. Und ich hatte einfach Bock, sie wieder in meinem Sortiment zu haben, weil die wirklich so gut sind. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit den Flüssigkeiten und kümmern uns dann nachher um die ganzen Evo Mikrofaser und was dann nicht noch alles dabei ist. Viel Spaß, jetzt geht's los. Also fangen wir mal an mit dem ersten Produkt, das ist das Gion Glas. Und das ist einer meiner absolut Lieblingsglasreiniger, genauso wie, hier ist er, das Glas Plus. Die habe ich euch ja schon vor kurzem gezeigt und ich habe für mich herausgefunden, dass diese hier zusammen wirklich sehr, sehr viel Spaß machen, sehr, sehr viel Sinn machen. Also wenn die Scheibe sehr verschmutzt ist, nehme ich gerne das normale Glas. Und wenn ich zum Beispiel ja nicht so stark verschmutzte Scheiben habe oder gerne nutze ich das Produkt, das Glas Plus, für meine Seitenscheiben, für meine Heckscheibe, wo ich jetzt keine richtige Glasversiegelung drauf gebe, weil diese hier hat ein sehr, sehr schönes Abhellverhalten. Also das ist quasi ein 2-in-1 Produkt und deswegen macht mir das einfach so sehr Spaß. Und ich muss sagen, was ich hier besonders cool finde, ist, weil es halt nicht das günstigste, das ist Gion nie, davon mal ab. Was ich hier halt besonders cool finde, ist, ich hasse Scheibenreinigen wie die Pest, weil irgendwo hast du vielleicht immer mal eine Schliere oder ja, ist irgendein Rückstand drauf oder sonst was. Diese hier, die lüften so gut ab. Du brauchst da fast gar nicht mehr nachwischen und das macht es für mich einfach so gut. Dann haben wir dabei das Bug and Grime. Das ist sozusagen ein Ready-to-Use-Vorreiniger. Speziell für Insekten natürlich auch oder sonstige organische Verschmutzung. Da habe ich mir dann auch die größere Flasche gewünscht. Dann haben wir natürlich dabei Sprühköpfe. Die sind bei Gion schon sehr gut, muss man sagen. Was ich besonders cool finde, sind auch bei den Shampoos, wie zum Beispiel bei dem Bars, da habt ihr dann so einen Dispenser dabei. Und so könnt ihr das natürlich perfekt dosieren. Also da braucht ihr keinen Messbecher. Ihr wisst genau, wie viel Pumpstöße ihr sozusagen davon nutzen müsst für den kompletten Eimer. Und das macht einfach so viel Sinn. Jetzt, bevor wir zu den nächsten Produkten kommen, müssen wir diese hier aber mal beiseite räumen. Denn jetzt fahren wir die richtig schweren Geschütze auf. Wir haben dabei den Gion APC. Das ist ein All-Purpose-Cleaner, den ihr für innen nutzen könnt, den ihr für außen nutzen könnt, je nachdem, wie stark die Verschmutzung ist oder je nachdem, für welchen Anwendungsbereich ihr das Produkt nehmen wollt, könnt ihr das dann halt mit Wasser mischen und verdünnen. Ich nehme den sehr, sehr gerne, zum Beispiel in Kombination zur Vorreinigung mit dem Gion Foam. Das ist aktuell so meine Kombi, die mir mächtig viel Spaß macht, wenn ich dann doch mal einen Snowform benutze. Wenn ich ganz normal als Spray mit einem Spray vorreinigen möchte, dann nehme ich nur den APC gemischt mit Wasser. Und ein Produkt, was ich so gut finde, das ist eigentlich so die Felgenversiegelung meiner Wahl. Wenn schnell gehen muss, mache ich eigentlich nach jeder Reinigung, nach jeder Felgenreinigung, nehme ich da das Wetcoat. Das ist eine Nassversiegelung und ich habe da schon wirklich viele getestet. Diese hier macht am wenigsten Probleme. Also bei Nassversiegelung müsst ihr halt immer darauf achten, die Fläche muss kalt sein, das Produkt darf nicht zu lange drauf sein, ihr müsst es gründlich runterspülen und so weiter und so fort. Also im Sommer, Nassversiegelung hören sich erstmal einfach in der Anwendung an, ja, aber wenn man es nicht richtig macht, habt ihr wirklich hässliche Flecken auf eurem Fahrzeug. Und hier habe ich rausgefunden, das ist eins, was wirklich mit am besten funktioniert. Ich mag das Produkt so sehr, dass ich mir gleich ja die große Variante gewünscht habe. Und dass die so groß ist, wusste ich allerdings nicht. Ich dachte, das wäre dann schon die größere Flasche. Die gibt es natürlich auch, ich habe es hier irgendwo stehen, glaube ich. Hier, die gibt es natürlich auch in verschiedenen kleineren Größen, wenn ihr die Produkte erstmal testen möchtet. Hier haben wir zum Beispiel 500 Milliliter von dem Wetcoat oder wir haben auch 1 Liter Flaschen, wie zum Beispiel von dem Foam.
Damit könnt ihr euch erstmal rantasten an die Produkte. Wenn ihr diese Produkte aber getestet habt, werdet ihr mit höchster Wahrscheinlichkeit sagen, jo, die gefallen mir, ich brauche eigentlich nichts anderes mehr. Und dann kann ich euch empfehlen, geht gleich auf die Kanister, weil da spart ihr eine Menge Geld. Die könnt ihr natürlich dann auch umfüllen. Das ist gerade bei diesen Produkten hier, bei den beiden so cool, dass ich mir zu Hause quasi meine Mische schon mal machen kann. Und da habt ihr einfach, entweder kippt ihr das so dann in die Flasche rein oder in den Messbecher, wie ihr das möchtet. Oder ihr könnt natürlich hier auch ein Auslassventil drauf befestigen. Die kosten ja auch nicht wirklich was. Und dann seid ihr auf jeden Fall bestens ausgestattet. Und wenn ihr euch erstmal ein Produkt verliebt habt und ihr nicht so bekloppt vielleicht wie ich seid und so viele andere Produkte testet, dann solltet ihr euch gleich für so einen Kanister entscheiden, weil wie gesagt, ihr spart eine Menge Geld, ihr habt immer was da und schlecht wird es ja nun nicht. Ja Leute, und jetzt kommen wir zum zweiten Paket und hier ist wie gesagt eine Menge Mikrofaser drin und Mikrofaser braucht natürlich auch eine gute Pflege, ihr werdet die immer wieder benutzen, deswegen werdet ihr sie mit höchster Wahrscheinlichkeit, also alles andere wäre schon ein bisschen blöd, waschen. Und da braucht ihr natürlich auch ein gutes Shampoo und ich wollte unbedingt mal das Shampoo von Gion testen, das ist das Towel Wash. Ich habe mir jetzt erstmal zum Probieren, wie gesagt, eine kleinere Portion bestellt, um rauszufinden, wie gut das funktioniert. Aber wenn das nur ähnlich so gut funktioniert wie die ganzen Gion Mikrofaserartikel, dann werde ich damit auf jeden Fall sehr, sehr happy werden. Und dann kommen wir auch schon zu den Mikrofaserartikeln. Wie ihr seht, die sind alle wirklich sehr, sehr cool verpackt. Ich hebe mir die Verpackung auch immer auf und transportiere dann die benutzten Artikel hiermit dann nach Hause, sodass ich das immer, ja, weil wie gesagt, Gion kann nicht nur gut reinigende Produkte rausbringen, sondern die sehen auch alle sehr, sehr cool aus. Also wenn ihr all solche Flaschen in eurem Regal habt, sieht das schon mächtig cool aus. Und genauso ist es bei diesen Artikeln hier. Das hier ist das Silk Dryer. Das ist ein klassisches Trockentuch. Das ist eine neue Version. Also ich habe den Vorgänger schon sehr, sehr cool gefunden. Und der sieht wirklich, also das ist ein absolut handliches Tuch mit sehr, sehr coolen Maßen. Und das sieht natürlich hier richtig cool aus. Fett Gion Logo da drauf. Also ihr habt natürlich jetzt zwei Flächen. Ja? Die eine Fläche hier, die ist dann wirklich für euren Lack und so weiter. Und für eure Scheiben, für die ganzen Gläser an eurem Fahrzeug habt ihr dann die andere Seite. Weil wenn ihr eure Scheiben mit solch einer Faser hier trocknet, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass ihr Schlieren drauf habt. Das wollt ihr nicht haben. Deswegen ist das ein sehr, sehr cooles Tuch. Das ist, also der Vorgänger war schon extrem saugstark. Das hier muss ich natürlich erstmal testen. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht schlechter werden. Also würde mich stark wundern und das ist halt sehr, sehr handlich. Ne? Also ihr kommt hier wirklich trotzdem, dass es so saugstark ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, kommt ihr wirklich an alle Ecken und Kanten. Deswegen wollte ich das unbedingt haben, weil von dem alten habe ich nur eins und mit zweien seid ihr natürlich viel, viel besser beraten. Und ich hoffe jetzt, dass ich das hier wirklich wieder schön zusammengefaltet bekomme und auch dann wieder für die Anwendungsvideos in diese Verpackung hier reinbekomme. Dann als nächstes ist dabei ein sehr, sehr schöner Katalog, den habe ich mir schon mal angeguckt mit allen möglichen Gion-Artikeln. Das macht natürlich jetzt schon wieder Lust auf mehr, weil ich habe schon sehr, sehr viele Gion-Produkte getestet. Aber schaut mal bitte, wie viele es da bitte gibt. Und ich bin noch lange nicht am Ende, weil auf der Rückseite geht es auch noch weiter. Und wie gesagt, das macht gleich schon wieder Lust, da ein paar neue Sachen zu testen. Also wenn ich mir die Mikrofaser hier angucke oder zum Beispiel das Anti-Fog jetzt Richtung Herbst oder Winter gesehen, weil ich habe immer beim Daily beschlagene Scheiben, was ich ja ziemlich, ziemlich nervig finde. Und das werde ich auf jeden Fall mal testen. Die ganzen Keramikversiegelung habe ich noch nicht getestet. Also wir sind hier wirklich erst am Anfang, obwohl ich euch schon wirklich ziemlich, ziemlich viel von der Marke gezeigt habe. Was wir dann als nächstes noch dabei haben, ist das Soft Dryer. Das schauen wir uns auch mal an im nächsten Step. Und ja, oh, das hat genau diese weiche Faser wie die ganzen kleineren Tücher. Und hier habt ihr natürlich auch wieder zwei Seiten. Also das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Tuch. Ohne Rand, also ohne eine Kettlung am Rand, was ich immer ganz, ganz cool finde, wobei die hier auch sehr, sehr weich ist. Aber so gefällt es mir ehrlich gesagt doch noch ein Tick besser. Also das Tuch gibt es auch in deutlich kleiner, um irgendwelche Produkte aufzutragen oder auszupolieren, weil wie gesagt, ihr habt ja auch zwei Seiten. Das zum Trocknen, das stelle ich mir schon ziemlich, ziemlich cool vor. Und dann haben wir als nächstes dabei das erste Produkt, ist es glaube ich, aus der Evo-Reihe. Ja, das war hier noch nicht aus der Evo-Reihe.
Evo ist quasi die Überarbeitung bestehender Produkte, die gut funktioniert haben. Die wurden jetzt hoffentlich, also ich kann es wie gesagt noch nicht beurteilen, hoffentlich nochmal besser gemacht. Und deswegen freue ich mich so drauf, die ganzen Produkte endlich mal draußen testen zu dürfen. Und hier haben wir jetzt das Scrubhead dabei. Also Scrubheads habe ich euch ja auch schon ein paar gezeigt. Die nehme ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne eigentlich nur noch für den Innenraum. Das hier sieht auf den ersten Blick schon mal sehr, sehr cool aus. Ihr habt ja auch zwei verschiedene raue Seiten. Hintergrund ist einfach, dass ihr mit einem normalen Tuch an perforierte Innenraumflächen gar nicht so wirklich in diese ganzen Vertiefungen, Sicken reinkommt. Und hiermit könnt ihr wirklich sehr, sehr schön arbeiten. Das ist, ich will nicht sagen abrasiv, aber das ist schon ein bisschen härter, sodass ihr da wirklich sehr, sehr gut arbeiten könnt. Und hier habt ihr nochmal eine dünne Faser, aber trotzdem sehr, sehr feste Faser. Also hier bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf. Aber wie gesagt, mit einem Scrubpad macht man nie was falsch. Also da kannst du auch gerne ein paar mehr von dir zulegen, weil für den Innenraum, die wirst du nur noch nutzen. Hast du einmal ein Scrubpad benutzt, wirst du die immer nutzen. Dann als nächstes dabei ist ein Leather Wipe, also ein extra Reinigungstuch für Leder. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf, wie da die Beschaffenheit der Faser ist, weil das mache ich eigentlich immer sehr, sehr gerne mit relativ kurzen Fasern. Ist weiß, was ich sehr, sehr cool finde, sodass ihr auch wirklich seht, oh, da sind gleich mehrere dabei, sodass ihr, oh, und auch wieder mit Gion-Logo, also das finde ich so, so schön, wie die gearbeitet sind, alles mit einem Gion-Logo. Also wenn ihr Fans der Marke seid, dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. Andere werden sagen, ja gut, da lege ich persönlich nicht so viel Wert drauf, aber das kommt schon sehr, sehr schön zusammen rüber. Und hier haben wir wirklich auch wieder zwei Seiten, eine sehr, sehr weiche, um ein Produkt zum Beispiel auszupolieren oder abzutragen von eurer Oberfläche. Und hier habt ihr nochmal eine sehr, sehr kurze, je nachdem, was ihr damit machen wollt. Also sehr, sehr schön. Zwischendurch eine schöne neue Cappy mit dem G von Gion. T-Shirt sehe ich auch. Das müssen wir auch gleich mal angucken. Ein T-Shirt von Gion. Also die haben wirklich so viele Produkte. Es gibt sehr, sehr coole Zipper. Es gibt schöne Crewneck-Sweatshirts. Es gibt eine sehr, sehr coole Regenjacke, so zum Überziehen. Also nicht mit Reißverschluss komplett durch. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und hier haben wir jetzt auch das Gion G drauf. Sehr, sehr cool. Darüber freue ich mich immer am meisten. Weiter geht's mit dem Wheelmit. Und der Wheelmit ist ein Waschhandschuh, also es gibt noch einen Trockenhandschuh zum Beispiel für Lacke, den zeige ich euch gleich auch noch, der ist auch dabei, aber das hier ist der Wheelmit, der ist für die Felgenreinigung und hier habt ihr wirklich extrem lange Fasern, sodass ihr eure Felgen absolut schonend reinigen könnt. Ihr habt auch noch einen Daumen extra dabei, dass ihr auch zum Beispiel hinter die Speichen kommt oder ja an engere Stellen. Das wird Spaß machen, da werden wir zusammen mit der Gion Felgenbürste noch mal ein schönes Video für euch drehen. Und meine Lieblingstücher für die Scheibenreinigung, die Waffle Dryer. Auch im Zweier-Set hoffentlich. Ja, auch im Zweier-Set. Nein, das ist ein großes. Das ist ein großes Scheibenreinigungstuch. Alter, wie cool ist denn das bitte? Also damit kriegt ihr eure Scheiben, egal ob ihr einen LKW oder einen Traktor fahrt, im Nu sauber. Und das Coole ist hier wirklich die Oberfläche. Und hier haben wir garantiert auch irgendwo das Gion-Logo hoffentlich drauf. Ja, hier unten ist es. Sehr schön. Also die Größe habe ich noch nicht. Ich habe die immer in der deutlich kleineren Variante. Aber die Kombination zusammen mit einem der beiden Glasreiniger von Gion, die ist wirklich absolut unschlagbar. Also wer Probleme hat mit dem Reinigen seiner Scheiben, dass da irgendwo Schlieren zurück sind, zurückbleiben, testet diese Kombination aus. Ihr werdet keine Probleme mehr haben, garantiere ich euch. So, schauen wir mal weiter, was wir hier noch haben. Hier haben wir jetzt ein Interior Wipe, also ein... Scheiße. Sowas ärgert mich natürlich. Och Mann, ich habe das immer so, so gerne zusammen. Ich zeige euch nämlich gleich auch nochmal die Gion Taschen. Also sowas nervt mich komplett, dass das jetzt, da kann Gion nichts für, das war jetzt meine Dummheit, weil ich es nach oben hin aufgezogen habe. Also sowas nervt mich, weil ich die Tücher wirklich sehr, sehr gerne dann da drin verstaue, dann schön in die Tasche lege. Also ich bin da ein bisschen, wie gesagt, wenn man Fan ist, dann ist man da vielleicht ein bisschen anders als normale Leute. Aber ja, Mann,
das ist ein Tuch für den Innenraum. Jetzt muss ich meine Traurigkeit ein bisschen überspielen. Ein Tuch für den Innenraum, mit dem ihr natürlich auch sehr, sehr schön arbeiten könnt, auf möglichst glatten Flächen natürlich, oder wenn ihr mit dem Scrubpad den Schmutz rausgekehrt habt in Häkchen, hiermit könnt ihr das problemlos abtragen. Also ich finde das auch sehr, sehr cool, dass die Tücher relativ hell sind, weil ihr dann natürlich auch den Schmutz ordentlich sehen könnt, beziehungsweise das Produkt, was ihr dann abtragt auch. Und hier werde ich jetzt ein definitiv vorsichtiger Philipp sein. Das ist nochmal das Interior Pack. Ach so. Guck mal, das gibt es auch als Pack. Hier ist jetzt zusammen drin das Leather Wipe einmal, dann zweimal das Interior Wipe und einmal das Glas Wipe. Also das solltet ihr euch auch angucken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da dann vergünstigte Preise für gibt, aber ich denke mal, ihr werdet da schon was sparen im Set. Schlecht vorbereitet, müsst da selber mal schauen. Und das wäre dann natürlich eine sehr, sehr coole Nummer. Und hier haben wir dann auch das zweite Set. Das ist das Glaspack. Da habt ihr dann drin das Glas Wipe Evo und das Bald Wipe Evo. Das müssen wir uns mal anschauen. Das Bald Wipe. Ach, das ist das mit der ganz, ganz kurzen Faser. Jo, das hat auf beiden Seiten diese kurze Faser. Auch sehr, sehr cool zum Auspolieren, zum Beispiel von irgendwelchen Versiegelungen oder sowas, oder auch zum Auftragen von Versiegelungen, weil nichts nervt mehr, als wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Faser hier nehmt, um eine Versiegelung aufzutragen, eine relativ lange Faser. Ihr wollt ja nicht, wenn ihr da das Produkt drauf sprüht, dass das in diesem Tuch hier verschwindet. Ihr wollt das ja auf der Oberfläche des Tuches haben, dass ihr es schön in die Oberfläche von eurem Fahrzeug, egal was es für ein Bereich ist, einarbeiten könnt. Zum Auspolieren ist das dann wieder eine andere Sache. Da könnt ihr gerne sowas nehmen, weil dann wollt ihr, dass das Produkt aus der Oberfläche vom Fahrzeug in die Oberfläche vom Tuch verschwindet. Das ist, wie gesagt, absolut Geschmackssache, aber ich mag es gerne so. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig über diese Tücher, weil ich kann Tücher ehrlich gesagt nicht genug haben, weil ich benutze da wirklich gar nicht mal mehr viele Marken. Also ich werde die jetzt nicht nennen, aber wer mir folgt, weiß das schon. Gion ist ein Thema. Fox benutze ich sehr, sehr gerne aktuell. Natürlich Chemical Works ist für mich ganz, ganz weit vorne, wenn es um Mikrofaserartikel oder generell um Accessoires geht. Die sind alle top. Das hier ist natürlich für Gion-Fans, die sind nicht so günstig wie die Chemical Works Artikel, aber für Gion-Fans ist das natürlich, da willst du alles aus Gion-Hand haben. Weil es einfach Spaß macht. Wenn ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, was ich eigentlich hoffe, als Enthusiasten, dann werdet ihr mich hoffentlich verstehen. Jetzt gucken wir uns aber nochmal was anderes an und dafür machen wir jetzt nochmal Platz hier. Und was darf einem richtigen Enthusiasten natürlich nicht fehlen? Na klar, die passende Detailing-Tasche. Diese gibt es hier einmal in groß und einmal in klein. Die kleine, die habe ich immer so mit den Essentials bespickt. Hier habe ich immer alles drin, was ich von Gion für eine komplette Fahrzeugreinigung brauche. Und das macht dann halt einfach eine Menge Spaß. Ich habe hier zum Beispiel meine Handschuhe drin, die wollte ich euch unbedingt nochmal zeigen, wie hier den Gion Smoothie. Also das ist jetzt kein neuer, aber das war das, was ich vorhin meinte. Ich mag das einfach, der ist schon ein paar Mal gewaschen. Ich habe es trotzdem in der Verpackung drin. Und dann sieht das einfach für mich aus wie neues, alles geordnet, bla bla bla. Ich mag sowas halt. Und genauso mag ich diesen Waschhandschuh, der Smoothie. Er sieht jetzt erstmal aus wie viele, viele andere Waschhandschuhe. Er unterscheidet sich aber extrem, weil er ist, glaube ich, der weicheste Waschhandschuh, den ich so mal hatte, beziehungsweise der weicheste mit diesen langen Fasern hier. Also da könnt ihr auch euer Hündchen streicheln, da kommt es auf selber raus. Oder ihr könnt sogar damit wahrscheinlich euer Hündchen streicheln und er würde sich freuen. Liegt sehr, sehr gut an, sodass hier kein Wasser ranläuft, dass ihr hier guten Halt habt. Was hier das Besondere ist, wer kleinere Hände hat wie ich, wird das vielleicht kennen. Klar, bei manchen Waschhandschuhen habt ihr auch so ein Fingertrennelement wie hier dabei, aber eure Hände, die fliegen da so ein bisschen leer drumrum, sag ich mal, ihr kriegt nicht so einen richtigen Halt hin, werdet da auch erst feststellen, wenn ihr einmal diesen Kollegen hier hattet, weil der hier ist von innen so stark aufgefüllt und gepolstert, dass der sich wirklich perfekt an eure Hand anschmiegt, sage ich mal, sodass ihr hiermit wirklich absolut genialen Halt habt. Was mir gerade auffällt ist, ich habe übrigens nur einen davon, das muss ich auf jeden Fall kurzfristig ändern, weil der ist wirklich verdammt gut. Wirklich verdammt gut. Was auch verdammt gut ist, was ich nie so gedacht hätte, ist dieser Kollege hier. Das ist der Silkmat. Und das ist ein Handschuh zum Trocknen von eurem Fahrzeug. Und
Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, warum braucht ihr einen Handschuh zum Trocknen? Ihr habt doch ein Tuch und bla bla bla. Ja, ist richtig, aber probiert das Ding einmal aus. Ihr werdet begeistert sein, weil der ist nicht nur extrem saugstark, der ist auch von innen gut gepolstert. Der hat jetzt nicht dieses Fingertrennelement hier, aber ihr habt trotzdem sehr, sehr guten Halt da drin. Ich mache das gerne so, wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit einem Tuch trockne. Aktuell trockne ich ja sehr, sehr gerne mit meinem Flex Detailing Blower zum Beispiel. Oder was heißt zum Beispiel, zumindest bei versiegelten Fahrzeugen, sonst bleibe ich bei den Tüchern definitiv. Aber um zum Beispiel die Einstiege zu trocknen oder an den Türgriffen schnell mal lang zu gehen. Weil ihr habt da natürlich eine ganz andere Dicke als beim Tuch. Ihr habt eine ganz andere Stabilität. Zum Beispiel im Kofferraum, die ganzen Ränder mache ich hiermit sehr, sehr gerne. Und all so eine Dinge. Wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, holt euch den dazu, so quasi als Kontrollelement. Ihr trocknet euer Fahrzeug komplett einmal mit dem Tuch, habt irgendwo eine Schliere, geht da nochmal drüber. Einstiege, hinten am Kofferraum, bla bla bla. Sehr, sehr gut. Und zurück zur Tasche nochmal. Das ist nicht nur cool für Enthusiasten wie mich, diese Tasche, sondern die ist auch generell sehr, sehr cool. Also selbst wenn ihr kein Fan der Marke Gion seid und einfach nur eine sehr, sehr coole Tasche sucht, dann ist das hier schon wirklich eine sehr, sehr gute, weil ihr habt A, sehr, sehr viel Stauraum, ihr habt innen natürlich Netze, wo ihr dann eure Produkte, die vielleicht einen festen Halt benötigen, verstauen könnt. Ihr habt natürlich komplett über beide Seiten Klett, wo ihr dann Trennelemente reinkleben könnt, sodass ihr das wirklich individuell, wie ihr es benötigt, ob ihr jetzt zum Beispiel eine Poliermaschine drin habt oder einfach nur Waschartikel, könnt ihr euch aufteilen, wie ihr wollt. Was noch sehr, sehr cool ist, sind diese Außenfächer hier, weil die haben innen eine spezielle Beschichtung, die halt wasserabweisend ist, beziehungsweise die ja das Wasser nicht durchlässt, sodass ihr da wirklich dann eure nassen Waschhandschuhe oder sonst was reinschmeißen könnt, um das nach Hause zu transportieren. Da passiert nichts mit der Tasche, was natürlich sehr, sehr cool ist für die Fans wie mich. Großer Gion-Schriftzug und diese kleinen Elemente finde ich auch ein sehr, sehr cooles Detail. Ihr habt hier überall an jedem Reißverschluss kleine Gs. Und wie gesagt, die gibt es auch noch in klein, die Tasche. Könnt ihr euch auch anschauen. Funktioniert auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich nutze die gerne. Ihr habt natürlich diese kurzen Tragegriffe und einen für über die Schulter, der auch noch gepolstert ist. Also wie gesagt, Gion hat alles im Programm, was das Autopflegeherz begehrt. Also ich wüsste nicht, das könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Was fehlt Gion für ein Produkt? Mir würde jetzt auf die erste Idee nichts einfallen, wirklich nichts. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wäre ich mal wirklich gespannt. Ja. Und das war's dann auch für heute. Also wie gesagt, sehr, sehr viel Theorie, aber was ja erwartet ihr bei einem Unboxing? Sonst, es werden auf jeden Fall in Kürze sehr, sehr viel Gion-Videos auf meinem Kanal folgen, weil ja, ich will selber wissen, wie die funktionieren, die neuen, die ich noch nicht hatte. Ich hoffe, sie bestätigen mich darin, als Fan der Marke Gion sagen zu können, die funktionieren alle sensationell gut, die Produkte. Und ja, alles bekommt ihr natürlich von Gion. Beim Waschguru, der hat wirklich Vollsortiment von Gion, ja. Jedes Produkt von Gion bekommt ihr beim Waschguru mit dem Code PhilM3 natürlich auch 10% günstiger. Auch die großen Gebinde, die kleinen Gebinde, alles was ihr wollt, gibt es dort. Und das macht es für mich natürlich umso cooler. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Denkt an den Code PhilM3 für 10%. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Haut da rein, bis dahin.